Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steelbook Unboxing. Diesmal von Emoji, der Film. Ja, den habe ich günstig bekommen bei Saturn. War das Saturn? Ja, Saturn war das. Für 6,99 Euro. So, meine lieben Freunde, ja, da bin ich wieder. Leider war die Kamera, der Akku ausgegangen. Ach ja, Profi am Werk, ne? Also, wir hatten jetzt hier den Emoji, der Film, das Steelbook. Ich glaube, ich habe die Folie abgemacht und dann ist die Kamera ja ausgegangen. Jetzt nehmen wir mal die JFK-Karte ab. So, und ich habe ja gesagt, ich habe das Steelbook von Saturn für 6,99 Euro bekommen, so wie noch drei andere. Aber dazu kommen wir dann später. So. So. Gut, jetzt schauen wir uns mal die JFK-Karte an. Da hat man hier den Inhalt. Oh, ein Kurzfilm von Hotel Transylvanien. Okay. Dann hat man hier die... Achso, das ist exklusiv. Und dann hier die Bonus... Materialien. Dann kommt der Film in einem Ton in 5.1 DTS HDMA und hat dann eine Lauflänge, wow, nur 86 Minuten. Ist aber mal ein kurzer Film. Der geht da bloß 1 Stunde und 20 Minuten. Okay, gut, dann schauen wir uns mal das an. Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen, ist das jetzt. Okay, ist gar nicht von Pixar oder so. Der ist auch wieder von Animation, also von Sony. Okay. Ja, da hat man hier vorne das Artwork. Sieht cool aus mit den ganzen Emojis. Aber, ja, hätte ein bisschen kraftvoller sein können, die Farben. Ne? Die sehen nicht so kraftvoll aus. So wie bei Animation zum Beispiel gab es ja auch Sing und Pets. Und da war auf jeden Fall viel farbenfroher, also viel kräftiger die Farben. Als hier. Ist auch matt gehalten. Kommt ein bisschen glänzend daher. Hier der Ring und hier die Herzen von der Katze. Aber ansonsten jetzt nichts. Und hier die Lippen noch. Aber dann ein bisschen kräftiger die Farben. Vor allem hier das Gelb und das Rot. Ich überlege gerade, ob ich. Ne, habe ich gerade nichts dabei. Habe ich jetzt gerade kein. Oder? Nee, ich habe gerade keinen Sing oder Pets hier zum schnellen Rübergreifen. Naja, hätte ich euch das mal gezeigt, weil Animation ist genau das gleiche Studio. Ich weiß nicht, ob das ein Studio ist von Emoji. Naja, dann gehen wir mal zum Bein. Da hat man hier oben das Blu-ray-Logo. Dann den Filmtitel Emoji, The Emoji Movie und unten Sony. Ja, und hinten hat man dann nochmal andere Emojis, die darin vorkommen. Und auch wieder nur matt gehalten. Ne? Ein bisschen ist was glänzend gemacht. Aber auch, also, als wenn sie da keine Farben mehr gehabt hätten. So, wieder, ja, den kann ich noch verwenden, den Code. Sehr schön. So, dann schauen wir uns das mal im ganzen Format aus. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Also ich dachte, die sind ein bisschen farbenfroher, also kräftiger die Farben. So wie von Disney oder so. Ihr wisst schon, was ich bestimmt meine. So, halt mal die Blu-ray. Da finde ich ja hier der Innendrucker viel besser. Der ist schon mal ein bisschen farbenfreudiger. Schaut mal hier, Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, das sieht so dunkel aus, ne? Da sieht der hier schon wieder kräftiger oder heller aus. Naja, so, da hätten wir auch noch mal ein paar Emojis. Ich glaube, das sind... Ne, den Hund habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, oder? Ne, der Hund ist neu da drin. Und hier, na klar, ne? Kennt man alle. Ja, ich bin gespannt auf diesen Film. Freue mich schon, den mal irgendwann mal anzuschauen. Und ja, dann war's das jetzt. Ihr könnt da mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Steelbook findet. Also,
Ja, also ich finde, mit den Farben, vor allem bei so einem Animationsfilm, müssten schon kräftiger sein. Weil so sieht es, ja, ich finde es nicht so toll. Aber gut, ja, das war's dann jetzt von diesem Steelbook Unboxing. Wenn das Video euch gefallen hat, macht natürlich einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao!